dass 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt, dass B, etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind, und dass es C, eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus. Und tschüss. Dass 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen. Für diese Stellungnahme bedurfte es keine Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht.